Also auf die 6 oder höher. Auf die 6 oder höher. Da sehe ich doch keine 6, obwohl das eine 6 zusammen. Du bist das ein Spieler meines Geschmacks. Testspiel in 10 Minuten. Jetzt zocken wir Boat Action. Neben mir ist Olaf und Hallo. Der wird uns das erklären. Und damit es auch richtig losgehen kann, wir haben 10 Minuten Zeit. Es geht jetzt los. Genau, wir spielen Boat Action heute. Boat Action spielt sich ein wenig anders als die Spiele, die ihr so oder so kennt. Mhm. So oder so kennt. Bei den meisten Spielen ist es so, dass eine Seite ihren kompletten Zug hat und dann die andere Seite den kompletten Zug. Bei Boat Action ist es so, wir haben sogenannte Order Dice. Mhm. Für jede Einheit auf dem Spielfeld gibt es einen Befehlswürfel. Ja. Die Deutschen haben 3 Einheiten, also haben sie auch 3 Befehlswürfel. Die Amerikaner haben 3 Einheiten, haben auch 3 Befehlswürfel. Diese Befehlswürfe kommen zurück in den Beutel. Ja. Das ist auch der Grund, warum die unterschiedliche Farben haben. Aber damit man weiß, wer zu welcher Fraktion gehört, ja? Ja, genau, richtig. Dann wird der Beutel einfach geschüttelt. Mhm. Der erste Würfel wird gezogen. Und darf ich das machen? Den ersten Würfel ziehen? Willst du den ersten Würfel ziehen? Nein. Ich ziehe jetzt den ersten. Okay. Und die Farbe, die ich ziehe, die Einheit kann ich dann aktivieren. Beziehungsweise ich kann eine meiner Einheiten aussuchen, die ich noch nicht aktiviert habe, um sie zu aktivieren. Guck gerne in die Kamera, die guckt dann nach unten. Ja, alles klar. Okay, das ist ein Deutscher. Ein Deutscher. Ich habe 3 deutsche Einheiten, einen Panzer, 2 Infanterietrupps. Ja. Und ich möchte ganz gern mit meinem deutschen Panzer 4 auf deinen amerikanischen Sherman schießen. Das funktioniert eigentlich das mit kann, einem Das kann doch nicht gut gehen für mich. Das weiß ich noch nicht, ich hoffe auch. Mit einem sogenannten Fire-Befehl. Fire heißt, ich bleibe stehen, mache nichts anderes als schießen. Ja. Die Turmbewegung, wenn der Turm sich drehen kann, bei Bolt Action ist kostenlos. Das ist keine Bewegung, der darf sich einfach drehen. Sehr gut. Der Grundtrefferwurf bei Bolt Action ist 3. Ja. Geht für alles. Ja. 3 und wird modifiziert auf Abstand oder Entfernung, ja. auf Deckung, Bewegung etc. Da sich mein Panzer nicht bewegt hat, schieße ich auf die 3. Mhm. Ich gewähre dir aber durch die Laterne einen Deckungswurf von plus 1. Das ist sehr nett. Und würde dann auf eine 4 treffen. 4 oder höher dann, ja? 4 oder höher. Du hast eine 6. Das ist eine 6. Damit getroffen. Habe ich getroffen. Jetzt kommt schon eine neue Besonderheit. Mag das Spiel nicht. Das ist ja, es ist ein schönes Spiel. Du schießt und wenn du triffst, bekommst du einen sogenannten Pinmarker. Dieser Pinmarker symbolisiert, dass du unter Beschuss stehst. Ja. Den kriegst du jetzt schon mal. Und jetzt mache ich einen Wurf auf deine Frontpanzerung von 9. Meine Kanone hat einen Durchschlag von 6. Ja. Ich muss jetzt also 3 oder höher würfeln, um dich zu streifen. Mhm. Und wenn ich eine 4 würfel, also über deine Panzerung fährt, ist es ein Volltreffer. Kennt man vielleicht noch aus dem alten 40k. Genau, also da wird im Endeffekt die Stärke addiert zum Würfelwurf. Richtig, genau. Ja. Ganz einfach. Und 2 ist nichts. Aber du hast einen Pin. Okay, gut. Jetzt ziehen wir den neuen Würfel. Und du darfst jetzt mal ziehen. 1 oder 2? 1. Immer nur 1. Das sind die Amerikaner. Jetzt dürfen die Amerikaner ziehen. Okay. Ja, ich möchte tatsächlich. Ich kann nicht auch gehen und schießen? Ja, du machst einen sogenannten Advanced. Damit kannst du dich 6 Zoll weit bewegen und dann auch noch schießen. Okay, dann wollen die den Advanced machen. Ja. Ich möchte mich mit denen 6 Zoll bewegen und dann auf die feuern. Ja, sehr gerne. Ich immer vom vorderen, von dem Mittelpunkt der Base? Ja. Oder? Nee, machst du von vorderen Basekante ruhig. Okay. Das ist auch ganz wichtig bei Bolt Action. Bolt Action ist ein Spiel, das Spaß machen soll. Und wo es nicht unbedingt um jeden Millimeter geht. Also genau das Richtige für mich. Ja, genau. So ist übrigens auch die Turnierszene. Das ist sehr, sehr gut. So, ich denke, reelle Sichtlinie. Das heißt, was Richtig. Sie sehen, sehe ich auch. Richtig. Ja? Die haben Gewehre. Ja. Beziehungsweise sie haben ein Gewehr. Ja. Eine sogenannte Bar und eine MP. Die MP schießt nur 12 Zoll weit. Das dürfte eng werden. Ja. Darf ich abessen? Ja, darfst du abessen. Das ist von hier aus, ne? Ja. Aber ich kann die Mauer damit reparieren. Genau. Dann hast du das Gewehr, das schießt 24 Zoll weit. Ja. Das wird auf jeden Fall treffen. Das denke ich auch. Und die Bar schießt auf 30 Zoll, die wird auch treffen. Ja. Also du hast 1, 2, 3 Gewehre, eine Bar. Ein Gewehr hat einen Schuss. Ja. Eine Bar hat 2 Schuss. Die Amerikaner haben sich bewegt. Ja. Der Grundtrefferwurf ist 3, sie haben sich bewegt, ist 4. Ja. Die Gewehre, lange Reichweite, 5. Und wahrscheinlich noch Deckung. Und die Deckung durch die Mauer wärst du jetzt bei 6. Okay, das heißt, ich habe 3 normale und 4 durch die Bar, genau. Ja? Hast du noch ein paar Würfel? Selbstverständlich. Ja. Gut, morgen extra dran gedacht. Super, 3 normale und das genau. ist die Bar, ja? 5 Schuss. Wir vereinfachen das natürlich jetzt zum Erklären ein wenig. Ja, das ist gut. Also auf die 6 oder höher? Auf die 6 oder höher. Da sehe ich doch keine 6, obwohl das eine 6 zusammen. Du bist das ein Spieler meines Geschmacks. Meier. Ja. So, den nächsten Würfel ziehe ich wieder. Ja. Genau, der Würfel wird dann einfach neben die Einheit gelegt, damit, bitte? So ist das nun mal mit meinen Würfeln. Genau.
Der Würfel wird dann einfach neben die Einheit gelegt, um zu symbolisieren, dass diese Einheit schon aktiviert wird. Ja. So, ich ziehe einen Würfel und es ist schwarz. Ich bin wieder dran. Sieht man auch, durch das Würfelziehen kann es sein, dass man fünfmal oder sechsmal hintereinander dran ist. Kann ich auch einer Einheit mehrere Befehle geben? Nein, du kannst immer nur einen Befehl geben. Dieser Befehlswürfel wird auch nicht gewürfelt, sondern den legt man einfach nur dahin. Dann bin ich richtig auf Krawall gebürstet und gebe den Jungs hier den Advance-Befehl. Jawohl. Bewege sie 6 Zoll maximal. Ja. Ja, die 3,5 sollen mir hier reichen. Ganz locker. Sind das Zivilisten? Nur für Schwimmen? Das sind Zivilisten. Aber da ich ein Amerikaner bin, hier als Invasionsstreit macht, ist mir das vollkommen egal. War klar. So, und was möchtest du denn schießen? Außerdem ist auch ein Deutscher hier. Den kann ich ja mit. Ich möchte nicht auf die Zivilisten schießen, sondern auf deinen Trupp da hinten. Alles klar. Wir haben wieder das Gleiche. Bewegt. Ja. Plus 1, Grundtrefferwurf 3, plus 1 für Bewegung. 4. So, jetzt gucken wir nochmal, was haben sie für eine Bewaffnung. Weil eine MP, 12 Zoll, dürfte nicht treffen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Dann haben wir eine Bar, ein Gewehr, noch ein Gewehr und noch ein Gewehr. Okay, die MP kommt mit 12 Zoll. Oder schafft es doch? Ja. Naja, ich muss ja mal ein bisschen tricksen. Ne? Okay, die MP hat wie viel Schuss? Die hat 2 Schuss. 2 Schuss auf die? Die 4. 4. 2 Treffer? Jawohl. Dann habe ich 3 normale Gewehre? Jawohl. Kriege ich schon mal einen Pin. 3 normale Gewehre treffen auch auf die 4. Echt? Das ist zusammen eine 4. Und die Bar? Gott. Jetzt 2 Schuss, ne? Auch nochmal 2 Schuss. Ich nehme die Würfel, die würfeln besser. Ach. Aha. Auch getroffen. Einer. Dann hast du 3 Treffer. 3 Treffer. Genau. Das sind reguläre Einheiten. Reguläre Einheiten verwundest du oder schaltest du auf bei einer 4 plus. Ja. Du nimmst also die 3 Treffer und wenn du eine 4 oder höher würfelst, schaltest du die Deutschen aus. Gibt es noch einen Modifikator? Den Modifikator? Ja, es gibt noch eine Durchschlagskraft. Also wenn du mit einer schweren Waffe drauf schießt, ich sag mal mit einer Durchschlagskraft von 2, dann würdest du schon auf die 2 verwunden. Okay, aber gut, das ist jetzt nicht der Fall, also auf die 4 oder höher, ja? Ja. Oh, immerhin einer. Alter, meine Amerikaner sind nicht schlecht. Nicht. Naja. Scheiße. Du hast einen Soldaten ausgeschickt. Also mit 2 Würfeln. Hör mal, das ist ja wie die Champions League. Naja, du weißt so, wenn du nichts hinkriegst, dann freust du dich über jedes. Ja, da gebe ich dir recht. Verstehst du? Zweckt Optimismus. Wow. Ich hoffe, du würfelst jetzt genauso gut wie ich. Ja, meine Deutschen sind einfach mal fair und bewegen sich an die harte Deckung. Oh, du willst doch nicht auf die Zivilisten da schießen. Nein. Ich schieße auf deine Amerikaner. Ja. Ich habe mich bewegt plus 1. Du stehst hinter Schwarz. Deckung. Plus 2. Plus 2. Ich treffe auf die 6. Ja. Ich habe 5 Schuss auf die 6 und treffe zweimal. Selbstverständlich. Ich habe das gemacht in den richtigen Würfel. Verwunde auf die 4, 2 Tote. Eine Besonderheit, wenn ich mal verwunde, eine 6 würfel, darf ich nochmal wiederholen. Aber natürlich. Wenn ich noch eine 6 würfel, hätte ich mir aussuchen können, welche Figur rausgeht. Das ist unfassbar, ey. 2 Tote? Natürlich. Ich lasse mich doch nicht. Du cheatest doch. So. Du musst doch die Leute, die kommen, gewinnen lassen, damit sie Lust auf das Spiel haben. Du bist dran. Du hast noch deinen Sherman. Mein Sherman? Kann ich mit meinem Sherman über deine Leute rüberwalzen? Du könntest, aber du kommst nicht in gerader Linie bis dran. Bringt es mit dem Sherman was auf die Infanterie zu schießen? Ja, du hast 2 MGs in Sherman. Ja. Du kannst mit der Hauptkanone wirst du nicht viel erreichen, ja. Aber du kannst mit dem Turm-MG und mit dem Rumpf-MG schießen. Das sind insgesamt 8 Schuss. Gut, dann möchte ich jetzt einfach mal Verluste provozieren. Du hast 2 Würfel. Da du einen Pin-Marker hast, musst und die Einheit unter Beschuss ist, musst du diese Einheit erstmal aktivieren. Der Moralwert ist 9. Der Pinmarker verschlechtert deinen Moralwert um 1. Ja. Du musst jetzt 8 oder weniger würfeln, um den überhaupt aktivieren zu können. Mit 2 Würfeln gleichzeitig. Mit 2 Würfeln gleichzeitig. Also der Wurf addiert, ja? Ja. Ja, da kommt der Würfel natürlich hoch. Hast du gut gemacht. Mhm. Das heißt, er hat das nicht geschafft und geht automatisch down und kann in dieser Runde jetzt nicht weitermachen. Jetzt würfel ich die 6. Das ist ganz wichtig, Bolt Action muss man, gewinnt man nicht über das Ausschalten von Gegnern, sondern auch über das sogenannte Pin-System. Umso mehr Pin-Marker ich bekomme, umso schlechter wird der Moralwert, umso schwieriger wird es die Einheit oder das Fahrzeug zu aktivieren. Ja. Ihr könnt auch gegen mich spielen, dann gewinnt ihr automatisch. Ja, das geht auch. Geht gut. Gut, ja, dann sind die 10 Minuten auch schon um, wie ich sehe. Olaf, ich hoffe, es hat was gebracht. Total super. Ja, haben tatsächlich in der kurzen Zeit einen guten Eindruck bekommen. Ich hoffe, dass die Leute auch einen guten Eindruck bekommen haben. Olaf, jetzt sag mal, wenn man sich über Bolt Action ein bisschen mehr informieren will, wo? Ich würde sagen, unter boltaction.de gibt es eine ganze Menge zu sehen. Ansonsten könnt ihr unter tabletopbasement.tv sehr viele Spielberichte von uns sehen, wo wir hobbymäßig unsere Spiele bestreiten. Ja, super. Alles klar, Olaf. Vielen lieben Dank. Das war Bolt Action in 10 Minuten. Alles klar. Vielen Dank. Danke, schönes Spiel. Auch wenn ich verloren habe. Ich habe gewonnen.
Ihr habt gewonnen. Schaut doch drauf. Scheißspiel.